Liebe Freunde der Weiße der Fasen, wir befinden uns hier vor der Ölmühle. Wir begrüßen euch heute und wollen euch einen kleinen Einblick geben ins Fasensmuseum, das sich hier in der Ölmühle befindet. Bitte kommt mit rein. Wir befinden uns jetzt im Obergeschoss der Ölmühle, in dem sich das Narrenmuseum befindet. Hier seht ihr verschiedene Masken, das ist Werners Esel. In der Ölmühle sind wir seit 1989, da ist es unsere neue Heimat. Vorher waren wir im Kornhaus, hatten keinen Platz, jetzt können wir endlich unsere Masken alles zeigen. 1989 ist das Haus für die Narrenzunft freigegeben worden und 1991 wurde das Museum am 11.11. eröffnet. Das heißt, jetzt im kommenden Jahr sind wir 30 Jahre im Museum und haben in dieser Zeit über 20.000 Leute das Museum näher gebracht. Hier sehen wir die Prinzengruppe von der Waldseer Faset. Es gibt viel über die Gruppen sehr viel zu erzählen. Kommt ins Museum, kommt zu Führungen, dann könnt ihr alle Anekdoten und Sehenswürdigkeiten direkt sehen. Hier der Zunftrat, der mit seinem Häs beim Umzug mitläuft. Im nächsten Raum sehen wir zum Beispiel die Junghelfer, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden. Die sind bei verschiedenen Anlässen aktiv. Hier als Beispiel Stellen des Narrenbaums auf der Hochstadt. Hier sehen wir zwei Sammler. Das Sammlervölkchen wurde gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, damit man bei den Bauern sammeln kann. Die Kinder sollten am Wechselbauch beschenkt werden. Früher wurden Naturalien gesammelt, Äpfel, Eier, Wurst, damit man das wieder verkaufen kann und davon etwas für die Kinder, Wurst und Wecken, beim Wechselbauch verteilen kann. Der Wechselbrauch, ein uralter Brauch. Das, was die Sammler auf dem Land gesammelt haben, wird am Wechselhaus für die Kinder, wenn sie in die Schulbefreiung ist, kommen die Kinder runter zum Wechselhaus, bekommen Wurst und Wecken oben raus, wenn sie unten die Narrensprüche rufen. Hier eine Szene vom Faservergaben. Der Faserpfarrer steht auf der Schlossbrücke und die Faser wird zu Grabe getragen bzw. in den Schlossbach geworfen. Vielen Dank für euren Besuch. Es war schön, dass ihr mal hier wart, einen kleinen Überblick bekommen habt über unser Waldseer Fasensmuseum. In der Corona-Zeit ist es nicht möglich, uns zu besuchen, aber es ist kein Problem. Ihr könnt inzwischen unser Fasensbuch erwerben. Hier sind viele Anekdoten und Interessantes über unsere Fasen zu lesen und zu anzuschauen. Es sind über 200 Bilder drin. Aha! Bis bald.